can't feel the pulse. Die Partie geht los, wie man sich das als Zuschauer von einem Cup-Spiel wünscht. Der FC Zürich mit viel Offensivdrang von Beginn weg und die Zürcher sind damit erfolgreich. Buff erzielt bereits in der dritten Minute das 1:0. Der unterklassige FC Zürich geht in Führung und das nicht einmal unverdient. Die Zürcher haben besser in diese Partie gefunden. Es dauert etwas, bis der FC Basel das 0:1 verdaut hat und seinerseits zu Chancen kommt. Michael Lang zur Mitte und dort ist Marc Janko zur Stelle, der Ausgleich zum 1:1. Lang mit einer präzisen Flanke, so darf man ihn nicht spielen lassen. Freistoß für den FC Basel in der 42. Minute. Das sieht eigentlich alles ganz harmlos aus. Bis Michael Lang schießt und der Ball ist drin. Lang kann es zuerst selbst nicht glauben. 2:1 für den FCB. Pech für Vanins, der dieses Tor auf seine Kappe nehmen muss. Obwohl der FC Zürich in der zweiten Halbzeit nach einem Platzverweis in Überzahl spielen kann, sind es die Basler, die weiterhin keck aufspielen und denen in der 75. Minute noch das 3:1 gelingt. Renato Steffen mit einem wunderschönen Tor. Damit ist in dieser Partie die Entscheidung gefallen. Der FC Basel steht im Cup-Halbfinale.